Hallo, es ist Donnerstag, es ist der letzte Donnerstag hier im alten Jahr und wie jedes Jahr machen wir in der letzten Woche unser Jahresrückblick und somit ist nun hier der Jahresrückblick von mir. Ja, Jahresrückblick. Womit fangen wir an? Also, erstmal könnte ich damit anfangen, dass ich ungefähr ein Jahr jetzt hier bei Mr. Think Queer mitmache. Ja, schon so lange. Es kommt mir nicht so lange vor. Also mit den Pausen zwischendurch, also den Ferienpausen und so, sind es natürlich nicht ganz 52 Videos. Im Jahr 52 Wochen. Ich meine, ein Jahr hat 52 Wochen. Aber selbst wenn es nur 40 sind, es kommt mir nicht so vor, als hätte ich im letzten Jahr 40 Videos für diesen Channel gemacht. Aber ja, es ist so. Ich bin nun schon ein Jahr dabei und ich hoffe, ihr habt noch nicht genug von mir und haltet das auch noch ein bisschen länger durch. Mein Gesicht hier öfters zu sehen. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die für mich sehr positiv ist. Dann ist im letzten Jahr noch einiges passiert. Ich konnte meine Kostenübernahme für die geschlechtsangleichenden OPs beantragen, da ich 18 Monate in Therapie war. Und das habe ich dann auch gemacht. Habe dann erstmal ein Nein kassiert und musste für meine Kostenzusage ganz schön kämpfen. Sogar, dass ich schon beim Anwalt war und ja, es dann darauf hinausgelaufen ist, dass ich einen persönlichen Termin beim MDK wahrnehmen musste, beziehungsweise ich nicht musste, sondern ich das wollte, damit ich halt das Okay von denen kriege. Denn meine Therapeutin hat mir da quasi ziemlich, ja, mich da ziemlich genatzt und verarscht. Und deswegen bin ich auch nicht mehr bei der. Und denke mir so, so what? Das brauche ich nicht. Aber ja, letztendlich hat es geklappt. Und dadurch, dass ich ja, auf Biegen und Brechen durchgeboxt habe, dass ich meine Kostenzusage bekomme, habe ich dann am 7.5. diesen Jahres meine Mastektomie und Hysterektomie in Rheinbeck bei Professor Dr. Schwarz gehabt. Und das war das Beste, das Allerbeste, was ich in meinem Leben machen konnte. Und ich muss gerade mal hier etwas schließen. Denn ja, es könnte mir nicht besser gehen. Wirklich. Also, es hat mich einfach befreit. Es ist aber, jeder, der seine Mastek schon hatte, wird es wissen, wovon ich rede. Und jeder, der sie noch nicht hatte, ihr könnt euch drauf freuen. Denn es ist einfach der Himmel auf Erden. Es ist der Himmel auf Erden. Einfach schon alleine da im Krankenhaus zu liegen. Oberkörper frei und zu denken, scheiß was drauf. Ich meine, ich bin auch nicht der Schlankste, ich bin weiß Gott nicht der Schlankste und habe mein schönes Bäuchlein und es war mir so rotze egal, ob ich da jetzt meine Plauze rumliegen lasse, weil ich war einfach, ja, ich war frei. So, es ist einfach so herrlich gewesen und ist es auch immer noch und ja, das war auf jeden Fall mein absolutes Highlight 2015 und ja, was gab es denn noch Schönes? Ich hatte meine zwei Gutachten für meine Vornamens- und Personenstandsänderung, die sogar vor der Mastek noch waren, aber da bei mir irgendwie nie was nach Plan läuft oder irgendwie wie bei den anderen, womit ich mich mittlerweile auch schon abgefunden habe, dass bei mir alles so geht und nicht einfach so. Und ja, deswegen
hatte ich meine Gutachten und hatte dann jetzt ich weiß gar nicht, am 2.10. oder so. Auf jeden Fall waren es knapp 10 Monate nach Beantragung der VLPL, dass ich den rechtskräftigen Beschluss in der Hand gehalten habe. Und das war echt lange, weil echt viel Bockmist passiert ist. Und ich mal wieder überall hinterherrennen musste, wie auch schon beim Beantragen der Kostenübernahme. Und ja. Aber da ich das schon gewohnt war, wie gesagt, machte es mir gar nicht mehr viel aus. Ich habe mich dahinter gesetzt, habe überall den, naja, den Behörden und, sage ich mal, der Bürokratie in den Arsch getreten und habe somit mein Ziel erreicht und ja, habe nun auch meinen Perso. Ich habe einen Personalausweis. Ich glaube, mein Alter war seit, lass mich nicht lügen, 4 Jahren abgelaufen und ich wollte den auch nicht erneuern, weil ich keine Lust hatte, den auf meinem alten Namen zu erneuern und ja. Deswegen wurde es dann auch mal Zeit, ne? Aber gut, das Thema ist nun auch abgehakt. Ich habe die VLPE durch. Ich muss zwar noch so ein paar Sachen machen. Ich glaube, ich sollte bei der Krankenkasse mal Bescheid sagen, dass ich die jetzt habe. Und bei der Sparkasse könnte ich das auch mal machen, damit ich eine neue Kontokarte kriege. Und jetzt habe ich hier rumgefummelt und habe da so einen hässlichen roten Fleck. Aber egal. Und ich weiß auch gar nicht, was ich noch alles ändern lassen muss. Beim Straßenverkehrsamt könnte ich da vielleicht auch mal Bescheid sagen, weil ich dann ja jetzt meinen Führerschein weitermachen werde. Was auf jeden Fall ein Ziel für 2016 ist. Und ja, was ist denn noch wichtig zu ändern? Ich habe da irgendwie nicht so den Plan vor und ich habe mir da auch noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, weil alles, was für mich jetzt erstmal so im Vordergrund stand, also es ändern zu lassen, wie Reisepass und Perso, weil ich es halt wirklich brauchte, habe ich halt gemacht. Aber den Rest habe ich einfach null Plan. Und wenn ihr mich da unterstützen wollt, könntet ihr mir ja vielleicht so ein paar wichtige Dinge einfach unten in die Kommentare schreiben und ja, das wäre ganz cool, weil sonst verchecke ich das eh wieder und ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann verchecke ich das halt. Was ist noch im Jahr 2015 passiert? Ich habe meine erste eigene Wohnung, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mitbekommen anhand der Videos, weil es auf einmal anders aussah, oder ich glaube, in einem Video habe ich das auch gesagt, dass ich jetzt umgezogen bin. Ja, ich wohne in meiner ersten eigenen Wohnung. Eigentlich sollte ich hier nicht alleine drinnen wohnen. Und das ist jetzt eigentlich der Moment, in dem so traurige Musik eingespielt werden müsste, weil natürlich nicht immer alles gut laufen kann in meinem Leben. Oder generell in einem Leben, weil das nicht nur mich betrifft, sondern auch andere Menschen, denke ich, denn nicht nur ich erlebe traurige Dinge. Aber eigentlich sollte ich mich auch gar nicht beschweren, ne? Ich lebe nicht im Krieg, habe jeden Tag was zu essen, bekomme warmes Wasser oder generell Wasser aus der Leitung. Ja, man sollte sich nicht beschweren, aber trotzdem gibt es halt so Dinge, wo man trotzdem, ja, halt denkt, muss nicht sein. Und auf jeden Fall, ja, ne, gibt es auch, ich weiß gar nicht, wollte ich jetzt erzählen? Auf jeden Fall, ja, hatte ich eine Freundin, jetzt habe ich sie nicht mehr. Und ich glaube, ich bin da auch noch nicht drüber hinweg, aber ja, anderes Thema, nicht, dass ich jetzt noch sentimental werde und ich wirklich traurige Musik einspielen muss, damit es meine Tränen untermauert und noch mehr zur Geltung bringt. Ja, das war auch wirklich so das einzig Negative in diesem Jahr, oder? Ja, denn
Im August habe ich auch einen neuen Job angefangen. Also was heißt einen neuen Job? Es ist jetzt halt nur für ein Jahr, beziehungsweise für 2 Jahre, da ich wahrscheinlich verlängern werde. Denn ich mache jetzt ein FÖJ, ein ökologisches Jahr im freiwilligen Bereich. Quasi wie ein FSJ, nur mit Tieren und draußen in der Natur halt. Und es ist einfach mega geil. Ich liebe meinen Job wirklich. Ich bin den ganzen Tag draußen, egal ob es stürmt oder regnet oder 30 Grad ist. Und es ist manchmal auch sehr anstrengend. Da sind viele verschiedene Leute, die einem auch ziemlich auf den Sack gehen können manchmal. Aber ich liebe es. Es ist wirklich, es ist so toll da. Und ja, das ist halt noch etwas richtig, richtig Positives für mich. So. Und ja, ne? Was will man mehr? Ich bin mit meiner Familie geht's gut. Ist auch gut. Ja, eigene Wohnung habe ich ja schon erzählt. Was hatte ich noch? Ja, Mustek, Histo, Vornamens- und Personenstandsänderung. Ich hab eine Stiefmama bekommen und neue Geschwister, also Stiefgeschwister. Aber ich mag das nicht, dass man das Stiefvor sagt. Und ja, hab somit Familienzuwachs bekommen. Das ist auch noch gut, weil die mag ich echt sehr. Und ja, ne? Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Darauf freue ich mich auch sehr. Da habe ich ganz lange frei und muss nur einen Tag dazwischen arbeiten. Ja, was will ich mehr? Ich meine, klar, in der Liebe hätte es vielleicht noch ein Happy End geben können, aber das liegt manchmal nicht in den eigenen Händen und da kann man dann manchmal gar nichts für. Das soll dann vielleicht einfach so sein. Vielleicht ist es auch einfach eine, ja, ein netter Hinweis von Gott, dass es vielleicht doch nicht das Richtige war. Ja, aber wie gesagt, so spielt das Leben und das ist wie das Einzige, was jetzt nicht so geil war und auch immer noch nicht so geil ist. Aber sonst gibt es für mich eigentlich echt nichts, wo ich mich beschweren könnte. Es war eigentlich alles wirklich toll und ich glaube, ich rede schon wieder die ganze Zeit doppelt und dreifach. Und ja, meine Haare machen auch, was sie wollen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich gleich noch eine Timeline rein, wo so ein paar Bilder sind. Man sieht ja auch, glaube ich, dass ich mich in dem einen Jahr schon ein bisschen verändert habe. Ich glaube, ich sehe nicht mehr ganz so milchbubihaft aus und die Hüfte hat vielleicht doch ein bisschen was gebracht. Der Bartwuchs lässt immer noch auf sich warten. Da hoffe ich, dass der im nächsten Jahr dann mal kommt. Und ja, da will ich euch natürlich auch nicht weiter voll labern, weil jetzt kommt eh nichts Vernünftiges mehr raus. Ich merke das schon. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem einzelnen von euch, der schon ein Jahr lang jetzt jede Woche meine Videos guckt, beziehungsweise geguckt hat und freue mich über jeden, der noch weiterhin mein Video gucken wird oder meine Videos, weil es wird ja nicht nur noch eins kommen, aber jetzt schweife ich schon wieder vom Thema ab. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit. Egal, ob ihr das mit Familien oder Freunden verbringt, oder auch alleine kann man es sich schön machen. Das sehe ich jeden Abend. Und ja, da wünsche ich euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir haben weiße Weihnachten. Das fände ich mal wieder richtig geil. Das war ja schon länger nicht mehr. Oder generell viel Schnee. Ja, wünsche euch natürlich einen super Rutsch ins neue Jahr. Ich weiß gar nicht, wann wir uns wiedersehen. Ich glaube am 7. oder so.
Ich weiß es nicht. Ihr werdet es schon mitkriegen. Beziehungsweise ich werde es mitkriegen, wenn man mir sagt, dass ich mein Video machen muss. Und ja, wie gesagt, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder in neuer Frische. Und ja, bis dann. Ciao.